Eigentlich lockt die Festung Königstein allein durch ihre imposante Lage schon von Weitem die Besucher an. Trotzdem gibt es ab heute einen Lockruf mehr, der hier erstmal nur wie ein unaufgeräumter Sandhaufen aussieht, aber es entsteht noch was. Aus großen Klemmbausteinen wird hier die Festung Königstein nachgebaut, die Steine werden verriegelt und nach entsteht so ein großer Sandkasten. Also wir wollen als besucherfreundliche Festung natürlich auch für die kleineren und großen Kinder ein Angebot vorhalten und da ist dieses Objekt hier genau das Richtige. Was hier genau entstehen wird, ist im Moment noch nicht so klar zu erkennen. Aber wie die Festung mal aussehen soll, das hat Björn Freitag im Kopf. Der Tüftler hat schon die Fernsehshow Lego Masters gewonnen. Er weiß also, was man aus solchen Steinen zaubern kann. Für dieses Projekt wurde er extra mit ins Boot geholt, damit die Festung am Ende auch gut aussieht. Und die Idee wurde nach und nach immer größer. Geplant haben wir ursprünglich mit 1600 Steinchen. Das war die Ursprungsplanung. Dann haben wir gesagt, es geht noch ein bisschen größer. Und dann wurden es plötzlich 2500. Und eben jene 2500 Steine für den Festungsnachbau kommen aus der Region. Ein Fakt, der beim Geschäftsführer der Festung für Freude sorgt. Die Firma, die das Ganze herstellt, ist aus Pirna. Und ich fahre jeden Tag auf dem Radweg dran vorbei. Das war also eine tolle Konstellation, dass wir also nachhaltige Steine auch noch nachhaltig aus der Umgebung heranziehen können. Besser kann es eigentlich nicht laufen. Die Steine mit dem stabilen Verriegelungssystem können sogar für Möbel oder Gartenbau verwendet werden. Und nachhaltig sind sie deshalb, weil bei der Produktion in Pirna vor allem Reste zum Einsatz kommen. Unsere Maxoli-Steine sind aus einem Granulat aus 50% Holzresten aus der Holzindustrie, was man noch riechen kann, und aus 50% Plasteresten, Regranulatresten, im Grunde genommen tatsächlich das schon in einem kompletten Kreislaufsystem zurückgewonnene Materialien, die in eine neue Form gegossen werden. Die Grundmauern der Sandkastenfestung werden fest verriegelt, aber darauf kommen Steine, die ganz normal ineinander gesteckt werden, damit Kinder die Burg auch umbauen können. Also eine Burg und eine Festung, so wie die Festung Königstein ja entstanden ist oder so wie alle Burgen eigentlich entstanden sind, das ist über mehrere hundert Jahre immer wieder eingefallen, aufgebaut, abgebrannt, neu gebaut und so weiter und so weiter. Und wir haben im Grunde genommen eine Grundform dieser Festung nachempfunden, nachgebaut, bauen die hier stabil als Sandkasten auf. Und danach können Kinder, ich glaube 500 Steine haben wir dann noch extra zur Verfügung, mit 500 Steinen immer wieder diese Burg weiterbauen, nach ihrem eigenen Duktus abbauen, zusammenstecken, zusammenklemmen und machen, was sie wollen. Gestern Abend ließ sich schon erahnen, wie es aussehen könnte. Heute gab es dann diesen Fotogruß von der Festung. Und wer jetzt selber mal losbauen will, der Sandkasten soll so lange stehen, wie es geht, mindestens aber bis zum Herbst.